Hallo liebe Sternzeichen Steinbock, ich freue mich, dass du hier bist und dir deine allgemeine Legung für den Mai ansiehst. Wir schauen uns jetzt an, was die Karten dir zum Mai mitgeben können und starten dabei mit dem schamanischen Traumdeck. Also, was können dir die Karten zum Mai verraten? Was kommt auf dich zu? Was spielt sich bei dir ab? Welche Themen, welche Energien sind besonders präsent bei dir in den nächsten Wochen? Welche Nachrichten, welche Botschaften solltest du zum Mai erhalten, liebe Sternzeichen Steinbock? Und wir haben hier die Karte Überfluss mit dem Thema Fülle, sowie eine äußerst kritische Lage mit dem Thema Mut, sich dem Leben zu stellen. Und eine Karte hätte ich gerne noch für dich aus dem schamanischen Traumdeck dazu. Da haben wir sie lieb gewonnen mit dem Thema radikale Akzeptanz. Nach diesen Karten gehen wir über zu den Tarotkarten und zum Schluss gibt es noch eine Starseed-Orakelkarte für dich dazu. Aber was ich hier auf jeden Fall schon mal sehe, ist, dass du Fülle erhältst, sobald du eine äußerst kritische Lage so akzeptierst, wie sie ist. Ich habe das Gefühl, dass es in irgendeinem Lebensbereich bei dir vielleicht gerade kritisch ist oder nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast, wo du dir einfach mehr wünschst, mehr Überfluss, mehr Fülle wünschst. Und ich denke, dass du anstatt gegen diese kritische Lage anzukämpfen und das, was du dir wünschst, zu erzwingen, dass du stattdessen akzeptieren sollst, wie die Dinge aktuell sind und irgendwo vielleicht sogar eine Wertschätzung für die aktuelle Lage finden sollst. Ja, hier geht es nicht nur darum zu akzeptieren, sondern hier geht es auch irgendwo darum zu lieben, wertzuschätzen. Und ich glaube, wenn du das tust, dann wird sich diese kritische Lage auflösen. Warte, lass mich das kurz gerade stellen. Aber was ich auch interessant finde dazu ist, wir sehen hier, dass sich etwas ganz, ganz Bedeutsames, wie sagt man das, ja, etwas Wichtiges im Herzbereich dieses Raben abspielt. Das ist der Ort, wo die Veränderung passiert. Okay, also versuche die aktuelle Lage mit all ihren Vor- und Nachteilen wertzuschätzen, zu schätzen, was du vielleicht auch daraus für dich mitnehmen kannst oder lernen konntest in der letzten Zeit. Und ich glaube, das wird deine Situation transformieren hin zu mehr Überfluss und Fülle. Bloß du musst mutig sein, dein Herz zu öffnen, selbst für die Dinge, die dir weniger liebenswert erscheinen. Ich weiß nicht, hier kommt gerade durch, dass manche vielleicht Angst haben könnten, etwas Schlechtes in Anführungsstrichen zu lieben, weil sie Angst haben, dass sich dadurch diese Situation wiederholen könnte oder weiter Bestand haben könnte. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn du hier etwas scheinbar Negatives liebst, dann löst du diesen Widerstand auf, den du dazu hast. Dann hörst du auf, etwas zu hassen. Dann hörst du auf, gegen etwas anzukämpfen. Und das ist das, was dich davon abgehalten hat, diese Situation zu transformieren und daraus erfolgreich hervorzugehen. Wenn du anfängst, etwas zu akzeptieren erst einmal und vielleicht sogar wertzuschätzen, dann löst sich dieser Widerstand auf. Und ich glaube, das kann nur passieren, indem du bereit bist, dich eben der Tatsache zu stellen, dass es vielleicht auch etwas Positives hier gibt in dieser Situation, die du überwinden möchtest. Lass uns diese Muse-Tarot-Karten für dich dazulegen und schauen, was sie dir hierzu noch mitgeben können.
Also ich habe gerade das Gefühl, bei denjenigen, die finanzielle Probleme haben, dass diese sich in der nächsten Zeit ja, beheben lassen könnten, dass es dafür eine Lösung geben wird, dass du da in eine erfolgreichere Richtung gehst. Aber hier geht es eben auch viel um Liebe. Gerade auch dieses Wasser hier auf der Füllekarte. Wasser steht im Tarot für Gefühle, für Emotionen. Ich habe das Gefühl, dass manche hier im Mai vielleicht lernen könnten, mit dieser Fülle an Emotionen, die in ihnen auftaucht, umzugehen. Vielleicht merkst du, dass du im Mai recht emotional bist oder dass gewisse Gefühle hochkommen, die du eher seltener hast. Aber du lernst das zu akzeptieren und indem du jedes Gefühl, was hochkommt, immer akzeptierst, dadurch löst sich, wie gesagt, dieser Widerstand auf und du merkst, dass diese Gefühle, diese Emotionen sich verändern und vielleicht etwas leichter werden. Ich habe außerdem das Gefühl, dass es hier manche geben könnte, die sich mal eingestehen, dass sie Gefühle für jemanden haben. Beziehungsweise vielleicht erkennen, wie sie mit gewissen Gefühlen umgehen möchten. Aber dein Herz ist das, was dir weiterhelfen wird diesen Monat. Dein Herz ist das, was dir erlauben wird, Widerstand aufzulösen und dich dem zu öffnen, was du eigentlich willst. Wir haben hier auf jeden Fall die Vier der Materialien, die Sonne und die Muse der Emotionen. Eine Karte legen wir aus diesem Deck noch dazu, bevor wir dann zur Erklärung übergehen. Aber mit der Muse der Emotionen haben wir hier schon mal recht starke Wasserenergie. Krebs, Skorpion, Fische könnten für dich Sternzeichen sein, die eine wichtige Rolle diesen Monat spielen. Okay, und hier haben wir noch die Acht der Materialien. Ich würde sagen, wir gehen als erstes auf die Vier der Materialien genauer ein. Was könnte sich hier zu Beginn des Monats bei dir abspielen, liebe Sternzeichen Steinbock, mit der Vier der Materialien? Was kommt da ungefähr in der ersten Maiwoche auf dich zu? Was solltest du zur Vier der Materialien wissen? Und bitte beachte wie immer, dass es sich hierbei um eine allgemeine Legung handelt, die nicht zu 100% mit jedem Einzelnen resonieren kann und wird. Nimm nur die Nachrichten für dich mit, die sich richtig anfühlen und mit dir in Resonanz gehen. Und lass den Rest einfach für andere übrig. Bitte hör immer auf deine eigene Intuition, die wird dir genau sagen, was hier für dich passen könnte und was nicht. Und es ist interessant, dass wir zu vier der Materialien hier den König der Kelche haben, denn das ist genau dieselbe Karte wie die Muse der Emotionen hier. Sie heißt bloß anders, weil sie aus einem anderen Deck kommt, aber es ist dieselbe Energie hier, deshalb Krebs, Skorpion, Fische scheinen bei einigen hier wirklich eine Rolle zu spielen diesen Monat. Wir haben hier außerdem den Narr mit seiner Neuanfangsenergie und den Knaben der Stäbe. Feuerenergie kommt auch durch, Löwe, Widder, Schütze. Aber ich sehe für einige hier wirklich Gespräche, Austausch, Kommunikation, neue Kommunikation, die auf dich zukommt mit jemandem. Für viele könnte das im Bereich Liebe der Fall sein. Vielleicht gibt es hier jemanden, den du toll findest oder der dich toll findet und ihr tauscht euch miteinander aus. Wobei ich das Gefühl habe, dass hier jemand noch Schwierigkeiten hat, über Gefühle zu reden oder sich wirklich zu öffnen. Ich glaube, dass das vielleicht deine Aufgabe sein könnte, dich hier dem, was in deinem Herzen vorgeht, mehr zu öffnen. Und selbst wenn du merkst, dass du Gefühle hier nicht erwiderst, die jemand für dich hat oder sowas in der Richtung, ich glaube, es braucht hier einfach Mut Anfang Mai, dich dem zu stellen, was sich in dir abspielt und wirklich das vielleicht auch mit anderen Menschen zu teilen.
Und wenn es nicht in der Liebe ist, dann kann es auch in der Freundschaft oder in der familiären Beziehung der Fall sein, dass du hier über deine Gefühle reden solltest. Und ich habe das Gefühl, dass das manchen Anfang Mai hier schwer fällt. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht fällt es dir generell schwer, über Gefühle zu reden oder deine Zuneigung auszudrücken. Oder vielleicht geht es hier um ein Thema, wo du dich sehr verletzlich fühlst. Mal angenommen, wie schon vorhin angesprochen, du hast vielleicht irgendwelche finanziellen Probleme. Dich da jemandem anzuvertrauen und darüber mit jemandem zu reden, könnte sich für dich sehr heikel anfühlen, weil du diese Schwäche vielleicht ungern zugeben möchtest, beziehungsweise es gibt hier keine Schwäche in der Situation, aber in einer Gesellschaft, wo einem gesagt wird, okay, Geld und Erfolg sind super, super wichtig, kann es sich vielleicht anfühlen, als würde man eine Schwäche sich eingestehen, wenn man über seine Finanzen redet oder finanziellen Probleme redet. Und hier kann es auch um ganz andere Dinge gehen, die dich vielleicht belasten oder Emotionen in dir hervorrufen. Aber ich glaube, dass du sie mehr zum Ausdruck bringen sollst und vor allen Dingen mit Menschen darüber reden sollst, was sich in dir abspielt. Weil ich habe das Gefühl, dass manche da Schwierigkeiten haben, sich zu öffnen. Ja, und ich spüre, dass diese Energie von dir ausgeht. Ich habe das Gefühl, dass dein Umfeld recht offen ist. Und vielleicht gibt es, ich sag mal, logisch gesehen, Gründe, die du dir raussuchst, um dich jemandem nicht zu öffnen. Vielleicht, ich habe das Gefühl, manche könnten sich hier einreden, dass ihr Gegenüber nicht offen genug ist. Aber ich glaube, das stimmt nicht wirklich in vielen Fällen. Du suchst vielleicht bloß nach einem Grund, dich nicht öffnen zu müssen. Aber ich habe das Gefühl, in den meisten Fällen wird es hier jemanden geben, der sehr verständnisvoll ist oder auch bereit ist, das zu empfangen, was du zu sagen hast. Wenn du Single und auf der Suche bist, könnte es hier für manche eine neue Bekanntschaft geben, einen neuen Austausch geben. Und vielleicht bist du deshalb noch etwas zurückhaltend, weil du diese Person halt noch nicht kennst, weil das ganz neu, ganz frisch ist. Ja, also vielleicht ist es jemand, den du schon kennst, aber mit dem du dich das erste Mal wirklich austauschst oder triffst oder dem du hier das erste Mal näher kommst. Für manche kann es auch wirklich sein, dass sie Anfang Mai jemanden Neues kennenlernen. Aber ja, vielleicht gibt es da noch eine gewisse Vorsicht, wobei ich sagen würde, dass dein Gegenüber hier recht offen zu sein scheint. Okay. Lass uns die Sonne ansehen. Worum geht es hier mit der Sonne bei dir? Ungefähr in der zweiten Maiwoche, liebe Sternzeichen Steinbock. Was erwartet dich hier gegen Mitte Mai mit der Sonne, die natürlich eine wunderschöne Karte ist und oftmals für Freude, für Spaß, für Erfüllung steht? Ich glaube also, dass du hier eine Menge Spaß haben kannst im Mai, dass das wirklich ein schöner Monat für dich wird. Ich habe hier auch so ein bisschen das Gefühl, dass du gerade in der zweiten Maiwoche deine Gefühle vielleicht recht gut ordnen kannst. Wir sehen hier diese meditierende Person unten auf der Karte. Okay, wir haben hier außerdem noch die 7 der Stäbe und die 7 der Kelche. Ja, wir sehen hier genau das, was wir am Anfang angesprochen haben, nämlich zu akzeptieren führt dich zum Erfolg. Zu akzeptieren und vielleicht wertzuschätzen, wie die Dinge sind, das bringt dir diese innere Ruhe und mit dieser inneren Ruhe kannst du gewisse Hindernisse überwinden. Ich glaube, du wirst hier ein Hindernis überwinden oder merken, dass sich irgendwas zum Besseren wendet, ungefähr in der zweiten Maiwoche. Und ich glaube, dass sich das ziemlich gut anfühlen wird. Ja. Manche könnten vielleicht das Gefühl haben, dass eine Beziehung hier irgendwo tiefer wird oder sich wieder in eine bessere Richtung entwickelt. Ich habe das Gefühl, dass interessanterweise du Menschen in deinem Leben im Mai stark wie ein Spiegel wahrnimmst.
Wenn du das Gefühl hast, dass Menschen dir gegenüber vielleicht nicht offen sind oder nicht mit deinen Gefühlen umgehen könnten, wenn du sie kommunizieren würdest, dann liegt das eher daran, dass du Schwierigkeiten hast, dich zu öffnen und weniger daran, dass die Menschen tatsächlich so sind. Genauso sehe ich hier aber in der zweiten Maiwoche, wenn du dich selber mehr öffnest und über deine Gefühle redest oder deine Gefühle akzeptierst, wie sie sind, oder eine Situation, eine Beziehung so akzeptierst, wie sie ist, dann wirst du merken, dass eben auch die Menschen in deinem Umfeld super offen dir gegenüber sind, super freundlich, super verständnisvoll. Ja, also ich sehe hier, dass du dich deinem Umfeld, deinen Freunden, Familie, Partner, Partnerin, wem auch immer, sehr verbunden fühlst und das Gefühl hast, dass deine Beziehungen wirklich gut laufen in der zweiten Maiwoche. Aber ich glaube, das liegt gar nicht so sehr daran, dass Menschen in deinem Umfeld auf einmal anders sind, sondern dass du hier irgendwo offener bist oder ja, Dinge so akzeptierst, wie sie sind auch. Okay. Ich glaube, du beginnst dich weniger auf die Zukunft zu fokussieren und mehr darauf zu fokussieren, was du im Hier und Jetzt bereits Positives hast, besonders in deinen Beziehungen auch. Und dadurch kommt jede Menge neue Zufriedenheit in deine Beziehungen. Ich glaube wirklich, dass du dich hier jemandem verbundener fühlen könntest als vorher. Wenn du also jemand Neues kennenlernst, dann glaube ich, in der zweiten Maiwoche gibt es da definitiv das Potenzial, dass du wirklich dich dieser Person beginnst, verbunden zu fühlen und Spaß mit dieser Person zu haben, dich wohl bei dieser Person zu fühlen. Und auch natürlich den Menschen, die du schon länger kennst, glaube ich, wirst du dich verbunden fühlen. Aber ich sehe hier einen großen Fokus auf deine Beziehungen und auf Erlebnissen, die dir auch Spaß und Freude bereiten. Ich kann mir vorstellen, dass du rausgehst, Dinge unternimmst und das Leben genießt. Okay, also der Mai scheint wirklich schön für dich zu sein. Lass uns die Muse der Emotionen ansehen. Wofür steht die Muse der Emotionen hier bei dir ungefähr in der dritten Maiwoche? Was kommt hier noch auf dich zu? Dann haben wir den König der Stäbe, Feuer, Energie, Löwe, Widder, Schütze. Und ich finde das sehr interessant, weil hier haben wir zweimal den König der Kelche, also zweimal Wasserenergie, Krebs, Skorpion, Fische. Und hier haben wir zweimal Feuerenergie, Löwe, Widder, Schütze. Also in der ersten Spalte und in der dritten Spalte haben wir beides jeweils einmal. Kann also sein, dass du es mit jemandem zu tun hast, der starke Wasser- und starke Feueraspekte hat. Mit jemandem, der recht emotional und leidenschaftlich ist, extrovertiert. Das kommt hier gerade durch. Und ich glaube, dass die Verbindung mit dieser Person, wenn es da so jemanden gibt in deinem Leben, sehr, sehr schön sein könnte diesen Monat, definitiv. Und ich habe das Gefühl, in dieser Verbindung, ja, kommt etwas Neues auf dich zu. Wir haben hier mit dem Nahen diese neue Energie bereits. Wir haben hier dann nochmal das Ass der Münzen dazu. Wenn du dabei bist, jemanden in der Liebe kennenzulernen, habe ich absolut das Gefühl, dass sich das im Mai in eine ernsthaftere Richtung entwickeln könnte. Gerade wenn du es hier eben mit einem Feuer- oder Wassersternzeichen zu tun hast. Aber ich sehe, auch wenn du Anfang Mai vielleicht noch vorsichtiger bist oder dich schwer damit tust, dich zu öffnen, ich glaube, je offener du bist, je mehr du auch akzeptierst, wie die Dinge aktuell sind, anstatt direkt mehr zu fordern, desto mehr kann sich diese Verbindung natürlich in eine neue, stabilere Richtung auch entwickeln. Wenn du in einer Partnerschaft bist, könnte es hier einen gemeinsamen Erfolg oder eine gemeinsame Möglichkeit geben, die ihr wahrnehmen wollt?
Ich habe das Wort Angebot gerade wahrgenommen. Vielleicht holt ihr euch Angebote für eine gemeinsame Wohnung, gemeinsames Haus ein oder keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass manche sich hier gemeinsam mit dem Partner, der Partnerin etwas anschauen oder über etwas informieren und da vielleicht auch einen neuen Weg einschlagen könnten. Und ich sehe hier auch tatsächlich mit dem Ass der Münzen und der Drei der Münzen für einige beruflich oder finanziell neuen Erfolg, der sehr erfüllend ist und wo du auch das Gefühl hast, okay, ich kann mir einen Moment nehmen, um das wirklich wertzuschätzen. Ich habe auch das Gefühl, dass manche sich hier eingestehen, dass ihr finanzieller oder beruflicher Erfolg sie glücklich macht. Ich glaube, uns wird oftmals gesagt, irgendwie, dass Geld einen nicht glücklich macht und dass man andere Ziele im Leben haben sollte, außer eben Karriere und Geld, und dass es irgendwie oberflächlich ist, sich darauf zu konzentrieren. Aber als Sternzeichen Steinbock gerade denke ich, ist es absolut in Ordnung, wenn du eine gewisse Erfüllung ziehst aus deinem beruflichen Erfolg und auch aus finanziellen Erfolgen. Das macht dich nicht oberflächlich. Du hast bloß eine ganz besondere Art und Weise, mit deiner Karriere zu connecten. Ich glaube, wenn du jemand bist, der das liebt, was er tut, und der es liebt, einen Wert irgendwo an andere Menschen weiterzugeben durch den Beruf, der es liebt, das Gefühl zu haben, etwas Gutes zu tun und etwas zu leisten, dann kann das vielleicht nicht jeder nachvollziehen, aber das bedeutet nicht, dass an deiner Herangehensweise oder Denkweise irgendwas falsch ist. Eher im Gegenteil, ich glaube, es ist wunderbar, wenn Menschen ihr Herz in ihren Karriereweg einfließen lassen, und deshalb ist es natürlich auch ganz klar, dass dich die Erfolge in diesen Bereichen irgendwo glücklich machen oder positiv stimmen. Und ich meine, wir haben das hier mit diesen Karten, dass dein Herz super, super wichtig ist. Ich glaube, dass du jedes Recht hast, dein Herz, dein Gefühl, deine Leidenschaft in deinen Beruf mit einfließen zu lassen und dementsprechend auch voller Freude die Erfolge zu empfangen, die du in diesen Bereichen sehen kannst. Deshalb akzeptiere, dass du einen gewissen Ehrgeiz hast und dass nichts falsch daran ist, sich, ich sag mal, finanzielle Stabilität oder beruflichen Erfolg zu wünschen. Daran ist gar nichts verkehrt. Und ich kann mir vorstellen, dass das für manche dieser Widerstand ist, den sie vielleicht noch hatten. Vielleicht ist es dir deshalb so schwer gefallen zu akzeptieren, weil dir gesagt wurde, dass es nicht in Ordnung ist, an materiellen Dingen oder finanziellen Dingen orientiert zu sein, beruflichem Erfolg orientiert zu sein. Aber das ist in Ordnung, gerade wenn es aus einer so wenig oberflächlichen Einstellung kommt wie bei dir, weil ich sehe, wie gesagt, diese emotionale Erfüllung, die du auch aus deinem Job, aus deiner Arbeit erhältst. Wenn du akzeptierst, dass es in Ordnung ist für dich, den Erfolg zu erhalten, den du dir wünschst, und auch darüber glücklich zu sein, ich glaube, dann löst du diesen Widerstand auf und kannst diese Fülle tatsächlich empfangen. Und es ist auch in Ordnung, wenn du mehr auf die Karriere fokussiert bist als auf andere Bereiche des Lebens aktuell. Erlaube dir zu akzeptieren, wie die Situation aktuell ist, und einen weiteren Weg zu gehen, nicht aus dem Streben oder Erzwingen dieses Erfolgs, den du dir wünschst, sondern eher
im Einklang mit deiner emotionalen Erfüllung, die du fühlst, wenn du deinem Beruf nachgehst. Und ich glaube, dann wird dein Herz hier, wie gesagt, durch diese radikale Akzeptanz und diese Erfüllung bei dem, was du machst, diesen Erfolg manifestieren, den du verdient hast. Lass uns die 8 der Materialien ansehen. Worum geht es hier mit der 8 der Materialien gegen Ende des Monats bei dir, liebe Sternzeichen Steinbock? Aber ja, ich sehe absolut Erfolg. Und dass du wieder das Gefühl haben kannst, ab Mitte Mai die Führung in deiner beruflichen Situation zu haben, die Kontrolle, wobei hier geht es nicht um Kontrolle, das klingt so falsch. Aber du hast das Gefühl, selber etwas bewegen zu können in deiner Situation, besonders in beruflicher oder finanzieller Hinsicht. Vielleicht hattest du in der letzten Zeit das Gefühl, dass du da weniger Führung übernehmen konntest, dass es viele Dinge gab, denen du dich widmen musstest oder die irgendwie dich eingeschränkt haben. Aber ich glaube, ab Mitte Mai, wenn manche hier merken, ich habe wieder das Gefühl, die Führungspersönlichkeit in meiner beruflichen Situation zu sein. Und für manche kann das bedeuten, dass du tatsächlich irgendeine Art von Führungsposition hier einnimmst im Mai. Das heißt, irgendwo ein Teamprojekt führst oder als Selbstständiger hier irgendein neues Projekt beginnst oder wie auch immer. Aber hier geht es weniger um tatsächlich eine Führungsrolle in deiner beruflichen Situation und mehr um dieses Gefühl selber zu bestimmen, welchen Weg du einschlägst, was du beruflich machst und dass das, was du machst, eben auch deinen Wünschen entspricht. Dieses Gefühl sehe ich hier verstärkt, okay? Zur 8 der Materialien haben wir den Knaben der Stimmen. Hier sehen wir Luftenergie, Wassermann, Waage, Zwillinge. Außerdem haben wir hier die 5 der Schwerter und die 7 der Schwerter. Hierzu lege ich direkt mal eine Erklärung, weil ich das Gefühl habe, die zu brauchen. Worum geht es hier mit der 8 der Materialien, dem Knaben der Schwerter, der 5 der Schwerter und der 7 der Schwerter? Bei mir mit Sternzeichen Steinbock gegen Ende Mai. Was solltest du hierzu noch wissen? Dazu haben wir die Stärkekarte. Sternzeichen Löwe kommt hier auch durch. Und die 3 der Stimmen. Und zu dieser radikalen Akzeptanz gehört für manche vielleicht auch besonders gegen Ende des Monats anzuerkennen, wenn du irgendwo nicht weiterkommst oder wenn eine Situation irgendwo aussichtslos ist. Ich denke absolut, dass das eine andere Situation ist als das, worüber wir bisher gesprochen haben, okay? Aber ich habe das Gefühl, dass manche hier Ende des Monats erkennen, wenn sie in einer Beziehung oder in irgendeiner anderen Situation nicht weiterkommen. Ich denke, hier geht es um etwas, wo du dich sehr stark bemüht hast, weiterzukommen. Aber es soll vielleicht einfach nicht sein. Okay. Und du merkst vielleicht, hier gibt es so einen starken Widerstand. Sei es von einer anderen Person oder sei es davon, dass diese Umstände sich einfach nicht zu bessern scheinen und du kommst hier nicht mit deinem Ego weiter. Du kommst hier nicht weiter, indem du versuchst, etwas auf Zwang zu verändern, auch wenn du dir diese Veränderung sehr stark wünschst. Aber ich glaube, was hier erforderlich ist, ist Akzeptanz. Wenn du dich weniger darauf konzentrierst, diese Situation im Außen durch deinen Verstand, durch dein Ego zu lösen und mehr darauf konzentrierst, hier zu gucken,
was dein Herz dir dazu sagen kann, deine Intuition dir dazu sagen kann und dir vielleicht auch erlaubst, darüber zu trauern, dass etwas nicht so läuft wie geplant oder nicht so gelaufen ist wie geplant, dann denke ich, dass diese Situation sich lösen wird, dass du Dinge klarer sehen wirst. Für manche habe ich auch das Gefühl, hier geht es darum, dass sie unterbewusst versucht haben, die Vergangenheit zu verändern. Interessanterweise habe ich das Gefühl, hier geht es für einige nicht unbedingt um eine Situation, die hier im Mai besonders präsent ist. Weil ich sehe hier in deinem Umfeld, in deinen Beziehungen läuft es richtig gut. Beruflich gibt es für einige hier wirklich eine starke Zufriedenheit, die auf sie zukommt und finanziell. Also was auch immer das ist, ich glaube, dass es etwas ist, was vielleicht in der Vergangenheit nicht so gelaufen ist wie geplant. Und du hast Schwierigkeiten, das zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass diese Tür sich geschlossen hat. Zu akzeptieren, dass auf diesem Feld hier nichts wächst. Niemand kann die Vergangenheit rückgängig machen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu lang und zu deep wird in dieser Legung, aber manchmal versuchen wir in der Gegenwart Dinge auszugleichen oder fairer zu machen oder umzudrehen, die in unserer Kindheit oder Jugend nicht so gelaufen sind, wie wir es gewollt hätten oder auch generell in der Vergangenheit. Manchmal versuchen wir zum Beispiel in unseren Beziehungen unserem Partner oder Partnerin zu beweisen, dass wir liebenswert sind, weil wir in der Kindheit nicht das Gefühl hatten, diese Liebe zu bekommen oder etwas machen zu müssen, um diese Liebe zu erhalten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Hier kann es auch um Freundschaften gehen oder um andere Dinge, aber vielleicht hast du hier unterbewusst versucht, in deinem Leben etwas gerade zu biegen, was du gar nicht mehr gerade biegen kannst, weil es weit in der Vergangenheit liegt. Und vielleicht könntest du dir hier über sowas bewusst werden. Wie dem auch sei, ich glaube, die Akzeptanz dafür, dass du etwas nicht mehr gerade biegen kannst, öffnet dich gleichzeitig der Erkenntnis, dass du hier nicht weiter versuchen musst, etwas gerade zu biegen. Dass du hier sagen kannst, ich löse mich davon. Ich werde nicht mehr versuchen, in der Liebe oder in anderen Beziehungen irgendjemandem was zu beweisen. Ich werde nicht mehr versuchen, mir vielleicht auch etwas zu beweisen. Ich werde nicht mehr versuchen, unterbewusst Situationen aus der Vergangenheit erneut in mein Leben zu ziehen, um diesmal etwas daran ändern zu können. Sondern ich akzeptiere einfach, dass sich die Vergangenheit nicht ändern lässt, auch wenn das schwierig ist. Aber darin liegt eine Menge Freiheit, weil das genauso bedeutet, dass du von jetzt an andere Dinge in dein Leben ziehen kannst, Situationen in dein Leben ziehen kannst, wo du niemandem irgendwas beweisen musst, wo du nicht das Gefühl hast, irgendwas gerade biegen zu müssen, dich erklären zu müssen oder um etwas kämpfen zu müssen, weil der Kampf bereits abgeschlossen ist und in der Vergangenheit liegt. Okay, wir legen jetzt noch eine Stasi-Karte für dich dazu und gucken mal, was die dir zum Schluss noch mitgeben können. Was ist die letzte wichtige Botschaft hier an dich, liebe Sternzeichen Steinbock? Welche letzte Nachricht ist noch relevant für dich? Und wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, dann findest du den Link dazu unten in der Infobox. Und wir haben hier The Void. Okay. Stop, embrace winter. Great
Cosmic Womb. Okay, hier geht es um eine Pause, die du machen sollst, um innezuhalten und Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Also passt sehr gut zu deiner Legung. Hier geht es nicht darum, so zu tun, als gäbe es keinen Winter, als gäbe es keine Kälte, als wäre alles wohlig warm wie im Sommer. Hier geht es darum zu sagen, okay, vielleicht hat auch der Winter seine positiven Aspekte und vielleicht finde ich dennoch einen Weg, mich zu wärmen und glücklich zu sein darüber, dass gerade Winter ist. Ja, in irgendeinem Lebensbereich, glaube ich, sollst du einfach akzeptieren, wie die Dinge sind. Dir wirklich Zeit zu nehmen, um im Hier und Jetzt zu leben. Und dann wirst du automatisch merken, dass der Frühling kommt. Dann wirst du automatisch merken, dass dieser Widerstand sich auflöst und sich Dinge in eine positivere Richtung entwickeln. Ja, und auch gegen Ende des Monats sollst du nochmal innehalten, um zu gucken, wo versuche ich vielleicht noch zu kämpfen? Wo habe ich etwas nicht akzeptieren können in der Vergangenheit? Aber wenn du dieses Kämpfen loslassen kannst, wenn du akzeptieren kannst, dann bringt das so viel Freiheit und Raum für neuen Wachstum mit sich. Diese Pause hier ist kein Ende. Diese Pause macht Raum für etwas Neues. Ja, und ich glaube, wie gesagt, deine Beziehungen sehen toll aus. Ich sehe, dass du eine tolle Verbindung hier zu besonderen Menschen hast, jede Menge Spaß hast, dass Menschen hier offen sind für deine Offenheit und dass du hier gemeinsam mit jemandem was planen könntest, beziehungsweise neue berufliche oder finanzielle Erfüllung erhalten könntest. Das Wichtigste ist, Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, damit daraus mehr entstehen kann. Also ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat, dass du was daraus für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Resttag. Würde mich freuen, wenn du diesem Video ein Like gibst und meinen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht getan hast. Und ich hoffe, dass du einen richtig tollen Mai hast.